Bis zu 11% versteckte Gebühren machen Betreiber von ausländischen Geldautomaten unanständig reich und die meisten Bankkunden merken es noch nicht mal. So geschickt agiert diese Automatenindustrie. In diesem Video sehen Sie, wie man mit Leichtigkeit die Gebührenfallen erkennen kann und wie Sie die umschiffen können. Die wichtigste Frage ist, in welchem Ausland befinde ich mich? Befinden Sie sich in einem Land, in dem auch Euro die Währung ist und der Automat Euroscheine ausspuckt, dann brauchen Sie nichts weiter beachten. Die Bargeldabhebung ist auf jeden Fall für Sie kostenfrei. Befinden Sie sich doch in einem Land, wo eine andere Währung, wie jetzt hier in Ungarn gilt, der Forint, dann ist allerhöchste Aufmerksamkeit angebracht. Und auf was Sie achten müssen, das zeige ich Ihnen jetzt in diesem nächsten Video. Die meisten Menschen zahlen an diesem internationalen Geldautomat gut 15 Euro an versteckten Gebühren, und zwar ohne es zu merken. In diesem Video zeige ich, wie es gemacht wird, beziehungsweise auf was Sie aufpassen müssen, dass Ihnen das nicht passiert. Sie haben Ihre DKB Visa-Card eingegeben und geben den PIN ein, soweit alles wie daheim, soweit gewohnt. Deswegen folgen Sie meist auch automativ das, was der Automat Ihnen vorschlägt. Wenn Sie jetzt hier schauen, der niedrigste Betrag, Sie sind vielleicht gerade erst noch angekommen und haben noch nicht so das Gefühl dafür, sagen Sie, okay, ich hebe erstmal weniger ab, nämlich 50.000 Forint. Und jetzt bekommen Sie ein Angebot, wo die meisten intuitiv auf die rechte Seite klicken. Hier sind die 50.000 Forint, da ist ein Umrechnungskurs, da steht nochmal 0% Provision und hier der Betrag, der in Euro von Ihrem Konto abgebucht wird. Das wirkt sehr transparent, deswegen nehmen die meisten das jetzt auch an dem Klicken. Wir brauchen mehr Zeit. Klicken Sie auf keinen Fall darauf. Was Sie jetzt noch nicht wissen ist, wenn Sie raufklicken, zahlen Sie rund 15 Euro mehr. Weil Umrechnungskurs, der ist so mies, der ist so schlecht, da sind etwas mehr als 11% Gebühren versteckt. Sie klicken bitte immer hier auf Annehmen und also da, wo kein Wechselkurs angezeigt ist. Ups, mehr Zeit. Und wenn Sie jetzt hier auf Annehmen klicken, dann kommt mich nochmal die Abfrage, ob man sich sicher ist, da hier kein garantierter Wechselkurs ist. Das ist aber überhaupt gar kein Thema. Der ist auf jeden Fall besser, als der hier gestellt wird. Ich habe, um das auszuprobieren, schon so viel Geld abgehoben, dass ich jetzt auf Abbrechen gehe. Wer Ihnen aber noch etwas anderes zeigen. Und zwar, wir starten wieder Bargeldabhebung und ich möchte Sie auf diesen Button anderer Betrag aufmerksam machen, weil wenn Sie jetzt Geld abheben, diese 50.000 Forint sind ungefähr so diese 160 Euro, ist die Frage, brauchen Sie überhaupt so viel? Wenn Sie auf anderen Betrag gehen, dann bekommen Sie mich auch die niedrigen angezeigt. Und Sie verstehen, was ich meine. Intuitiv gehen die meisten schieben die Karte ein, wählen den niedrigsten Betrag aus, gehen dann auf das scheinbar transparent wirkende Angebot und zahlen 20 Euro zu viel.